Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schwarzafrika hat bisher nur zögernd auf den Plan für die Unabhängigkeit Rhodesiens reagiert. Als einziges Land begrüßte heute Kenia den Sinneswandel der weißen Minderheit und forderte die rivalisierenden Bewegungen der Farbigen auf, das Land gemeinsam in die Zukunft zu führen. Überwiegend positiv äußerten sich auch führende Vertreter der schwarzen Mehrheit in Rhodesien. Sie gaben aber zu bedenken, dass man die zweijährige Übergangszeit bis zum Machtwechsel noch verkürzen könnte. Sie wollen sich morgen zusammensetzen, um ihre Haltung dann im Einzelnen festzulegen. Der Flughafen der rhodesischen Hauptstadt Salisbury heute Morgen. Viele Farbige erwarten die Rückkehr von Joshua Nkomo, dem Führer des gemäßigten Flügels des afrikanischen Nationalrates. Als sich das Fahrzeug, in dem Nkomo sitzt, nähert, bricht die Menge in Begeisterungsrufe auf Nkomo aus, der sich 5 Monate im Ausland aufgehalten hatte. Offiziell hieß es, der schwarze Politiker habe mit hohen afrikanischen und europäischen Politikern konferiert. Er sei außerdem zu politischen Gesprächen in der Sowjetunion gewesen. Nkomo gilt als aussichtsreichster Bewerber für das Amt eines schwarzen Regierungschefs in Rhodesien. In einer ersten Stellungnahme wies er darauf hin, dass die Vorschläge des amerikanischen Außenministers Kissinger einige Mängel aufwiesen. Nkomo sagte weiter, diejenigen, die das Land bisher beherrscht hätten, hätten die Schwarzen zu Aktionen gezwungen. Wir hoffen, dass es in ihre Köpfe gedrungen ist, dass man ein Volk nicht unterdrücken kann. One only hopes and believes that it has gone deep into people's minds that you cannot forever oppress a people. Ob der Plan für den Machtwechsel in Rhodesien wirklich eine Chance hat, wird sich erst auf dem Gipfeltreffen zeigen, zu dem die Staatschefs der sogenannten Frontstaaten für heute und morgen nach Lusaka gerufen worden sind. Zu diesen Ländern zählen Botswana, Angola, Sambia, Mosambik und Tansania. Meldungen, dass die Führer Angolas und Mosambiks nicht an dem Treffen teilnehmen werden, sind bis zur Stunde nicht bestätigt worden. Von Seiten der sambischen Regierung wurde nur betont, solche Meldungen dürften nicht als Zeichen der Uneinigkeit gewertet werden. Es gäbe eigentlich keinen Grund, den Rhodesien-Plan des amerikanischen Außenministers Kissinger abzulehnen. Der amerikanische Außenminister hat inzwischen Präsident Ford in Washington über seine Rhodesien-Diplomatie berichtet. Kissinger versicherte erneut, für die Beilegung des Rhodesien-Konflikts bestehe nun eine günstige Gelegenheit. Präsident Ford sagte, jetzt sei der Weg frei für eine afrikanische Lösung eines afrikanischen Problems, ohne eine Intervention von außen und ohne Gewalt. Das bleibe auch weiterhin Ziel der amerikanischen Diplomatie. Ford rief auch andere Nationen auf, die afrikanische Suche nach einer friedlichen Lösung zu unterstützen und nicht zu verhindern. Gegen die kritischen Kommentare aus Moskau an der Kissinger-Mission im südlichen Afrika hat das amerikanische Außenministerium offiziell protestiert. Kissinger soll vor allem darüber verärgert sein, dass sowjetische Diplomaten in einigen afrikanischen Ländern versucht hätten, seine Friedensbemühungen zu hintertreiben. In einer Meldung der Moskauer Nachrichtenagentur TASS wird der Plan für den Machtwechsel in Rhodesien heute als Betrug bezeichnet. Washington gehe es nicht um die Unabhängigkeit der Schwarzen, sondern, so der sowjetische Kommentar, vielmehr darum, ein Bollwerk zum Schutz Südafrikas zu schaffen. Gegen Demonstranten will die südafrikanische Regierung nach einer Ankündigung von Innenminister Mulder jetzt stärker vorgehen. Die Schwarzen und einige Weißen, so erklärte Mulder am Wochenende in Johannesburg, müssten auch damit rechnen, dass künftig die Armee eingreifen werde. Die Unruhen in Südafrika haben in den letzten Monaten mehr als 350 Todesopfer gefordert. Die libanesische Regierung ist heute 2 Tage nach dem Amtsantritt des neuen Staatspräsidenten Sarkis, wie erwartet, zurückgetreten. Nach letzten Informationen aus Beirut will Sarkis künftig mehr Fachleute in sein Kabinett berufen. Bis zur Bildung der neuen Regierung wird der bisherige Ministerpräsident Karami im Amt bleiben. Sein Nachfolger, das scheint festzustehen, soll wieder ein Moslem werden.
Ungeachtet der politischen Entwicklungen dauern die Kämpfe im Libanon unvermindert an. Der ägyptische Präsident Sadat warnte die Christen heute, er könne seine Augen vor dem Blutbad unter den Moslems nicht länger verschließen. Wieder ist ein sowjetischer Luftwaffenoffizier mit seiner Maschine aus der Sowjetunion geflohen. Ein 32-jähriger sowjetischer Leutnant landete, wie erst heute in Teheran bekannt wurde, vor 2 Tagen im Norden Irans, 100 Kilometer hinter der Grenze. Er will in den USA um politisches Asyl bitten. Seine Maschine, ein einmotoriges Postflugzeug vom Typ Antonov II, ist allerdings nicht von demselben militärischen Wert wie die MiG-25, die ein anderer Pilot vor 2 Wochen aus der Sowjetunion nach Japan gebracht hat. Unter dem Flutlicht des japanischen Fernsehens, das sehr zum Ärger der Behörden durch den Flughafenzaun hindurch jede Bewegung an der sowjetischen Maschine verfolgen kann und laufend publik macht, wird nun die MiG-25 in einen amerikanischen Großraumtransporter verladen, um zu einem weniger einsichtigen japanischen Militärflughafen verschifft zu werden. Die offizielle Begründung dafür lautet, vom Zivilflughafen kann die MiG-25 sowieso nicht wieder starten und dort hat man einen Hafen in der Nähe, sodass die Russen ihre Maschine zu Schiff wieder abholen können. 69 japanische und 11 amerikanische Techniker haben inzwischen die Flügel und die Seitenleitwerke abmontiert, ebenso die Nachbrenner der Doppeltriebwerke und vor allem die Sprengladung zur Selbstzerstörung, die verhindern sollte, dass die Maschine in Feindeshand fällt und die der sowjetische Pilot nicht in Tätigkeit setzte. Die Sowjetunion hat schon zum 2. Mal bei der japanischen Regierung protestiert gegen die Demontage und Untersuchung ihres bisher so streng gehüteten militärischen Geheimnisses und hat darauf hingewiesen, dass Japans unfreundliche Haltung ernste Konsequenzen für die künftigen japanisch-sowjetischen Beziehungen nach sich ziehen werde. Außerdem behaupten die Russen, ihr Pilot Belenko habe keineswegs freiwillig um Asyl gebeten, sondern sei unter Druck und Drogen gesetzt und gewaltsam in die USA gebracht worden. Wichtig für die Japaner ist nun bei der weiteren Untersuchung der sowjetischen Maschine vor allem herauszufinden, was die MiG-25 befähigte, sich der Verfolgung durch japanische Abfangjäger vom Typ Phantom zu entziehen. Zwar hatte Japans Radargürtel die sowjetische Maschine über See entdeckt und Japans Abfangjäger alarmiert, die nahmen auch die Verfolgung auf, verloren sie aber von ihren Radarschirmen und konnten weder eingreifen noch miterleben, als die MiG-25 auf einem japanischen Zivilflughafen landete. Dies beunruhigt das japanische Verteidigungsministerium mehr als alles andere. Die Bundesrepublik erhält jetzt ebenso wie andere Länder von der amerikanischen Regierung Informationen und Unterlagen über das Geschäftsgebaren der Lockheed-Flugzeugwerke. Das Unternehmen ist in einen weltweiten Schmiergeldskandal verwickelt. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten gestern Abend in Washington Vertreter beider Regierungen. Darin ist festgelegt, dass Erkenntnisse aus den Akten über etwaige illegale Zahlungen auch an Deutsche ausschließlich von den Strafverfolgungsbehörden in der Bundesrepublik verwendet werden dürfen. Von den Parteien in Bonn ist das Abkommen einhellig begrüßt worden. Scharfe Angriffe hat das SED-Zentralorgan Neues Deutschland heute gegen den CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Kohl gerichtet. Um Stimmen für seine Politik zu gewinnen, so schreibt das Ostberliner Blatt, schrecke Kohl nicht vor Lügen und Verleumdungen zurück. Mit dem Hetzfeldzug, an dem sich auch Angehörige der sozialliberalen Koalition beteiligten, werde Kohl aber nichts gewinnen. Von der CDU wurden diese Angriffe als Einmischung in den Wahlkampf zurückgewiesen. Ein Unionssprecher forderte die SED auf, solche Drohungen im Interesse einer minimalen Übereinstimmung im geteilten Deutschland in Zukunft zu unterlassen. In Frankreich, Italien, Spanien und Portugal geht in der kommenden Nacht die Sommerzeit zu Ende. Welche Auswirkungen diese Regelung hatte, schildert Heiko Engelkes am Beispiel Frankreichs. Um 1 Uhr heute Nacht geht hochoffiziell die Sommerzeit zu Ende. Es wird jedoch Tage dauern, bis die etwa 100 Millionen Uhren in Frankreich um eine Stunde zurückgestellt sind. Eine bessere Ausnutzung des Sonnenlichtes für das tägliche Leben erwies sich als größter Vorteil der Sommerzeit. Die berufstätige Bevölkerung hatte abends eine Stunde länger als sonst üblich Tageslicht. Fast 70% aller Franzosen möchten darum auch im nächsten Jahr wieder nach der Sommerzeit leben. Schwierigkeiten gab es, wenn überhaupt, gelegentlich im Eisenbahnverkehr zwischen Frankreich und jenen Nachbarländern, die wie die Bundesrepublik einen Zeitunterschied von einer Stunde hatten. Die Zeitangleichung geschieht morgen auf typisch französische Art.
Die Züge fahren einfach langsamer oder bleiben unterwegs eine Stunde lang stehen. Die Energieeinsparungen durch die Sommerzeit entsprechen den Erwartungen. Dadurch, dass die Lichter später angingen, wurden in den Kraftwerken 300.000 Tonnen weniger Erdöl verheizt. Das sind 1% des Jahresverbrauchs. Frankreich will darum auch im nächsten Jahr wieder die Sommerzeit einführen. Die Bundesrepublik folgt frühestens in 2 Jahren. Die Entwicklung neuer technologischer Konzepte für das Kraftfahrzeug hat Bundesforschungsminister Matthöfer gefordert. Die neuen Autos und Lastwagen müssten Treibstoffe noch besser ausnutzen, umweltfreundlicher und leiser sein. Vor 2 Jahren habe die Erdölkrise die Gefahren einer nahezu vollständigen Abhängigkeit von Kraftstoffen aus Mineralöl allen vor Augen geführt. Matthöfer sprach heute zur Eröffnung der Automechaniker in Frankfurt. Die Automechaniker in Frankfurt gilt als führende Fachmesse des Kraftfahrzeughandwerks in Europa. 670 Aussteller aus 20 Ländern zeigen bis Mittwoch Ausrüstungen für Werkstätten und Tankstellen, Ersatzteile und Autozubehör. Auf einer Sonderausstellung des Kfz Elektrohandwerks wird eine elektronische Zündanlage vorgeführt, die wartungsfrei und gegen Nässe unempfindlich sein soll. 15. Internationaler Caravansalon in Essen. Der Akzent bei Wohnwagen und Motorcaravans liegt in diesem Jahr auf mehr Fahrsicherheit und mehr Komfort. Bei der Innenausstattung sind Edelhölzer auf dem Vormarsch. Der Preis für Wohnanhänger reicht von 4.000 bis 40.000 Mark. Bei motorisierten Wohnwagen muss man zwischen 15.000 und 200.000 Mark zahlen. Für erhöhte Sicherheit wurden verbesserte Fahrgestelle entwickelt. Die 173 Aussteller aus 13 Ländern zeigen auch eine Fülle von Zubehör. Die Branche rechnet damit, dass die Preise im Wesentlichen stabil bleiben, keinesfalls mehr als 5% steigen. Dieser wetterfeste Tischtennistisch, der sich auf Knopfdruck selbst aufbaut, gehört zu den Neuheiten auf der SPOGA 76, der internationalen Fachmesse für Sportartikel, Campingbedarf und Gartenmöbel, die vor 2 Stunden in Köln begann. Rund 1600 Unternehmen aus 35 Staaten zeigen 2 Tage lang, was sie für Sport- und Campingfreunde entwickelt haben. Zugelassen sind nur Fachhändler. Der Verbraucher muss warten, bis die Artikel im Laden zu haben sind. Rund um den Wassersport geht es auf der 15. Interboot-Ausstellung in Friedrichshafen am Bodensee. 1000 Boote aller Typen und Preisklassen werden gezeigt. Die Palette reicht vom Schlauchboot für 500 Mark bis zum Motorkreuzer für 450.000 Mark. Auch Zubehörartikel aller Art sind zu sehen. Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen um 5 bis 7%. Das Interessanteste, der kleinste Dieselmotor der Welt mit 4,5 PS und 29 Kilogramm Gewicht. In der Fußball-Bundesliga gab es heute 5 Begegnungen, hier die Ergebnisse. Karlsruhe SC Eintracht Frankfurt 2:0, 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf 0:0, FC Schalke 04 Tennis Borussia Berlin 5:4, VfL Bochum, Borussia Dortmund 2:1, Bayern München, 1. FC Köln 4:1. Schon gestern trennten sich Borussia Mönchengladbach, Rot-Weiß Essen 6:0, Hamburger SV, Eintracht Braunschweig 0:2, MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern 1:0. Bereits am Dienstag spielten Hertha BSC, Werder Bremen 2:1. Heute Mittag in Stuttgart. Einige Hammerschläge des Oberbürgermeisters, die traditionelle Anzapfzeremonie verheißt, der Cannstatter Vasen läuft wieder. 450 Schausteller sind an die Neckar gekommen, um in den nächsten 16 Tagen die Besucher auf diesem größten Volksfest der Schwaben zu unterhalten. Ebenso wie bei der Konkurrenz dem Münchner Oktoberfest hat sich auch das Cannstatter Bierpreiskarussell weiter gedreht. Die Maß ist im Vergleich zum Vorjahr um 5 Pfennig teurer geworden. 3,85 Mark ist die Marke, an die man sich in den Bierzelten jetzt herangearbeitet hat. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 26. September. Während der über Frankreich angelangte Ausläufer des nahezu ortsfesten ostatlantischen Tiefs etwas nach Osten vorankommt, verstärkt sich die vom Mittelmeer bis nach Südskandinavien reichende Hochdruckzone infolge Zustroms von Warmluft aus südlichen Breiten. Die Vorhersage für morgen. In den Frühstunden stellenweise Nebel oder Hochnebel, der sich zum Teil nur zögernd auflöst. Nach Nebelauflösung östlich von Weser und Elbe teils stärker bewölkt, jedoch kaum Niederschlag, teils aufheiternd. In den anderen Gebieten heiter bis wolkig und trocken. Tiefstemperaturen im Allgemeinen zwischen 6 und 12 und Mittagstemperaturen zwischen 20 und 25 Grad.
Im Norden zwischen 17 und 22 Grad. Schwacher, zeitweise auffrischender Wind aus Ost bis Süd.